Mission erfüllt. Mit einem 2:0-Sieg gegen Geheimfavorit Chile sichert sich die Niederlande Platz 1 in Gruppe B. Erleichterung bei den Oranje-Fans, geht die Van Gaal-Elf im Achtelfinale so doch Gastgeber Brasilien aus dem Weg. Das war eigentlich die schlechteste Leistung der Mannschaft im Turnier, aber es hat gereicht, das ist das Wichtigste. Wir hatten die Chance, die Gruppe zu gewinnen und jetzt sind wir Erster geworden. Wir sind Gruppensieger. Achtelfinale trifft die Niederlande jetzt auf Mexiko. Chile muss gegen WM-Favorit Brasilien ran. Für die Chilenen aber noch lange kein Grund, bereits vor dem Spiel die Segel zu streichen. Wir haben das richtige Team, um gegen Brasilien zu spielen. Die WM ist noch lange nicht zu Ende. Für Weltmeister Spanien und Australien war das Turnier aus schon vor dem abschließenden Gruppenspiel besiegelt. Für beide ging es nur noch um die Ehre. La Roja verabschiedete sich mit einem 3:0-Sieg aus Brasilien. Der Blick ist bei beiden Teams wieder nach vorne gerichtet. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir in nächster Zeit wieder gewinnen werden. Wir wissen, wie man Fußball spielt. In einem oder dann in 4 Jahren werden wir wieder siegen. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Australien hat gut gespielt bei der WM. Ich bin stolz auf das Team und in 6 Monaten beim Asia Cup werden wir es besser machen. Spanien und Australien müssen die Heimreise antreten. Für die Niederlande und Chile lebt der Traum vom WM-Titel weiter.